Wir haben den 9.2. Februar und Pitti ist tatsächlich vom Boden auf den Tisch und dann auf die Schulter gesprungen. Das muss man feiern, weil eigentlich springt sie gar nicht so hoch. Ich sag mal, vom Tisch bis hoch zur Schulter sind ungefähr 1,50 Meter, 1,70? Ja. Auf jeden Fall ist sie da hochgesprungen. Das freut mich natürlich total, weil wir wollen ja sie auch hier eingliedern, wo sie dann in ihren Pott springen darf. Schatz? Nein, sie möchte nicht. Ich wollte dich nicht mit drauf haben, deswegen. Super. So, und dann gehen wir gleich nach Hause. Hast du toll gemacht, Pitti. Wir haben ein bisschen Wind. Ein ganz bisschen Wind. In Deutschland haben die, glaube ich, das Sturmtief Sabine, was total krass sein soll oder was auch noch krass sein wird. Und wir haben ein Kalima gehabt, also das heißt der Sahara-Wind, die Hitze. Und danach kommt eigentlich immer Regen oder Sturm. Wir haben davon oben bei uns nichts abbekommen. Aber es windet halt jetzt. Und heute Morgen ist Pitti auf dem Balkon bei uns und ist praktisch von so einer kleinen Windböe, also wirklich eine kleine Windböe, fasst worden und wurde praktisch wieder zurück ins Haus geschoben. Da musste ich total lachen, weil es sah irre witzig aus, weil die ganzen Federn waren praktisch nach vorne ins Gesicht geschoben. Aber es hat sie ganz gut gemacht und dann hatte sie keinen Bock mehr auf draußen. Heute Morgen musste ich sie zwingen, in den Pott zu gehen. Und hier auch im Auslauf zu sein. Aber jetzt holen wir sie ab. Nicht, Pitti? Und du hast das ganz toll gemacht, ja? Hast du ganz toll gemacht, ja? Ja, hast du toll gemacht. Na gut. Ja, wie Mütter halt so sind. Naja. Gut, so ihr Lieben. Viel Spaß euch noch. Heute ist Sonntagabend. Alles Gute und Pitti und ich sagen gute Nacht. Sag mal gute Nacht. Gute Nacht, Pitti. Bitte. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.